Nach den Lichtern. Die Warteschlange vor der Kirchentüre. Ein eher ungewohntes Bild. Doch beim ökumenischen Grossanlass nach den Lichtern strömen die Massen. Was ist die Motivation, an so ein christliches Event zu gehen? Es ist einfach beeindruckend, dass trotzdem, dass die Kirche halt nicht so beliebt ist bei den Jugendlichen, dass trotzdem zwei grosse Kirchen mit der Kathedrale und der St. Lorenzo gefüllt sind. Auch für Sonja Langenecke ist der Anlass nach den Lichtern etwas ganz Spezielles. Ich denke, das ist sicher das Licht und Stimmung, wie die Menschen schon selber hierher kommen mit dieser Einstellung. Und wenn da alles zusammenkommt, dann gibt es natürlich eine ganz besondere Stimmung. In einer hektischen Vorweihnachtszeit sehnen sich viele Menschen nach Stille, Meditation, nach dem Gebet. Und das macht das Besondere bei dem Anlass aus. Die Atmosphäre, man sieht es, wenn man da die Ausstellung geht. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre und ich glaube, die zeugt schon auch bei den Jugendlichen, aber auch bei den Erwachsenen recht. Hinter dieser Idee von der Nacht der Lichter steht der Internationale Ökumenische Orden von Taizé. Diese Ordensgemeinschaft ist Initiant von vielen solchen spirituellen Jugendveranstaltungen. Und insofern gibt es in vielen Ländern verschiedene Aktionen, in denen Jugendliche eben das umsetzen, was ihnen in Taizé wichtig geworden ist. Taizé-Lieder sind bei der Nacht der Lichter feste Bestandteil. Viele Freiwillige haben sich eingesetzt, damit so ein Anlass durchgeführt werden kann. Eine logistische Meisterleistung und eine grosse Herausforderung für die Organisatoren. Und keine Knackpunkte liegen darin, Helfer zu finden, um die 80 Helfer, die wir brauchen, die auch jetzt beieinander sind, letztlich, die das ermöglichen, dass wir das machen können. Die Nacht der Lichter ist ein ökumenischer Anlass. Darum hat die spirituelle Veranstaltung nicht mehr nur in der Kathedrale von St. Gallen stattgefunden. Auch in der reformierten Kirche St. Laurentien kommt man zum Gebetssaal. Der Bischof Markus Büchel freut sich, dass der Gebetsanlass nach den Lichtern immer wieder auf so ein grosses Echo stößt. Das Besondere ist dabei für mich als Bischof, dass man in der Bischofskirche und in der Laurentienkirche, also in den beiden Hauptkirchen vom ganzen Kanton, können feiern. Und ein grosses Ereignis und Erlebnis, dass so viele junge Menschen anreisen. Und für mich auch die Erfahrung, dass nicht nur die Jungen kommen, sondern die, die vor einigen Jahren die Erfahrung gemacht haben, immer wieder kommen.